Hallöchen, meine Lieben, Freunde der Nacht und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Warhammer 40.000 Rogue Trader. Ich habe zwischen den Folgen alles eingesammelt. Nee, das hat man zusammen gemacht, oder? Egal. Ich habe gelevelt. Ich wollte zum Raumschiff. Ich war auf dem Raumschiff und habe festgestellt, dass mein Journal mir sagt. Das da. Ich soll nochmal nach da. Und ich soll nochmal nach da. Und ich soll nochmal. Das ist was anderes. Also irgendwas haben wir hier übersehen. Oder beziehungsweise hab ich übersehen. Witzig ist, dass die Leichen auch weg sind jetzt wieder. Rise to the top, or get left in the dust. Also irgendwo hier ist etwas. Wow, mich. Was wir übersehen haben. Das ist Abel. Das sind die Leute, die wir nackig gemacht haben. Aber hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier sind auch keine Türen. Das ist der Gang. Ja, ich hätte auch gerne einen Backup-Plan, aber... Was ist, wenn ich nur dich anklicke? Okay, da ändert sich auch nichts. Da ist nichts. Hier ist nirgendwo was. Hier oben ist was zum Einsammeln, aber... Ich kann hier mit nichts reden. Nee, da nicht, da nicht. Hier ist auch keine Tür oder sowas. Gibt auch irgendwie keinen Fahrstuhl. Ne, hier ist auch nichts. Die einzige Tür, die ist, ist die hier. Aber hier ist ja nichts. Hey, what's that? Ah! Mumifizierter Elektropriester. Mumifizierter Elektropriester ruht auf dem Tisch von Drähten umhüllt. Nix. Stop. There. Mumifizierter. Die Leiche eines Priesters ruht auf einem Metalltisch, umgeben von blitzenden Kupferspiralen. Eine Patina heiliger Salbe bedeckt sein vertrocknetes Fleisch. Seine Augmentationen wurde mit großer Sorgfalt poliert. Komplizierte Elektro-Tattoos, bedecken die verschränkten Arme und den nackten Torso des Toten. Die Kabel umhüllen seinen Kopf. Pascal neigt respektvoll den Kopf. Verehrte Anhänger, ich danke euch, dass ihr uns die Wahrheit der Maxime von Manufaktor Principalis Percrova gezeigt habt. Der Tod ist nicht das Ende der Dienste eines entschlossenen Geistes. Untersuchen. Der Körper wirkt reglos, doch du bemerkst ein leichtes Zittern der Fingerspitzen. Dieser uralte Diener des Omisaya hat wohl einen Datenstrom, einen Datentraum, Entschuldigung, sein Verstand in digitale Träumerei gehüllt.
kann hunderte oder tausende von Jahren überdauern, während sein schwacher Körper verfällt. Dieser heilige Zustand der Trance ist eine große Belohnung, die nur den weisesten und frömmsten Diener des Maschinengottes gewährt wird. Diese Reinheit der Farbe, so etwas habe ich noch nie gesehen. Tiefe Ruhe in einer kühlweißen Wolke. Welch Einheit von Gedanke und Geist. Die Toten können derlei Farbtöne nicht ausstrahlen. Neben dem Tisch auf der Leiche ruht, auf dem die Leiche ruht, so rum, siehst du kleine Amulette, die aus verbrannten Platinenkondensatoren hergestellt wurden. Auf der kleinen Oberfläche befindet sich kein Staub, es wurde offenbar erst kürzlich abgelegt. Die Leiche der Krypta wird etwas scharfer, die Luft füllt sich Geruch und Ozon. Das Vox-System unter Deck, okay. In dieser dunklen Stunde bin ich bereit, euch frohe Kunde zu berichten, Techbruder. Nun antwortet mit den Worten der zweiten galvanischen Hymne. Ja. Ihr könnt eure Mönche. Das da? Preisen wir die Zwillingsladung in den elektrischen Körper und den Omnisire. Das ist aber die erste. Soll es sein? Für fort. Für wahr, okay. Wer oder was seid ihr? Prätor Elektros da Impuls 2. Durch die Windes Obisaya Prior dieses Klosters und Bewacher des wundersamen Fusionsreaktors. Jetzt und für immer da. Welt ohne Ende. Hier in dieser meiner Zelle habe ich den Tod besiegt und mein Verstand ist an einem gesegneten Datentraum zum Omnisire aufgestiegen. Mein Körper verfällt, doch mein Geist wird an der Seite meines Meisters verbleiben. Denn ich bin der heilige Wächter des Codes, der Hüter der heiligen, des heiligen Relikts und das Auge, das über das Betriebsritual wacht. Sagt mir, wie euer Datentraum aussieht. Das Kloster wird von Ketzern angegriffen. Könnt ihr helfen? Habe ich was verpasst? In meinem Datentraum habe ich ihre unheilige Forderungen gesehen und sie zornig zurückgewiesen. Denn im vierten Satz der Sicherheit heißt es, keine Hand eines Ungläubigen darf den Betriebszyklus stören. Sie gieren abtrünnigerweise nach dem Relikt. Doch sollte ich euch, die ihr nicht unserem Glauben an unsere Bruderschaft angehört, meinen Segen geben, die Blasphemisten zu bekämpfen? Ich mag kein Mitglied eurer Bruderschaft sein, doch wir gehören demselben Glauben an. Ja, der Zwang ist halt zu gering bei mir, ne? Ey, der ist wieder hoch genug. Okay. Möchtet ihr lieber warten? Ne, mach mal denselben Glauben. Weil der Glaube an den Imperator und an die Omnisire ist eigentlich, also soll offiziell dasselbe sein. Es soll derselbe Gott sein. Diese Aussage ist korrekt. Der erste Satz der Sicherheit besagt, fürchtet vor allem anderen Bösen die Schändung des Wissens. Und dieser Befehl wiegt schwerer als das Verbot des sechsten Satzes der Sicherheit, das da lautet, sperrt das Wissen fort. Das oft in okay. So sei es. Um die Ungläubigen zu beschämen, gewähre ich euch den Segen des besonderen Zugangses sowie Schutz vor dem Zorn der Antriebskraft. Okay. Ach, guck mal, Segen des besonderen Zugangs. Der Segen, das einer von uns verleiht drei Defektionen gegen Schockladungen. Ich gucke. Mit dem kann man nicht reden. Rise to the top or get left in the dust. Muss ich jetzt echt jede Wand ablaufen in der Hoffnung, eine Geheimtür zu finden?
Oder habe ich jetzt Zugang hier rauf? Nee. Let us not dawdle. Okay, da ist nichts. Das sind halt die Leichen, die Ketzer, die wir hier gefunden haben. Hier ist so eine Tür. Warum habe ich die denn nicht geöffnet? I'm not satisfied with that answer. I will repeat my question again. The last electro priest you killed, where did you find him? And another one meets the limit of his utility. The last of them. Ich habe eine Tür übersehen. Der große Mann mustert dich mit einem schnellen Blick. Eine unnatürliche Kälte lässt die Luft um ihn herum leise knistern. Noch ein Psioniker. Der teure Stoff seiner Jacke ist mit Goldfäden bestickt und weist mehrere rotbraune Flecken auf. An seinem Gürtel hängt ein Psi-Schwert und ein Vox. Auf der und auf seiner Brust prangt das Emblem der Heiligen Inquisition. Das ist dieses stilisierte I. Truxus, ist das nicht der Mann, den wir für den Großinquisitor finden sollen? Nehme ich an, der Imperator schützt uns. Geht auf die Knie und bereut eure Ketzerei. Nein. Yes. Ja. Since you know who I am and are in no hurry to kill me, I infer that you serve the Emperor, not his enemies. Allow me to introduce myself. Interrogator Heinrich van Kellox of the Imperial Inquisition's esteemed Ordo Xenos. With whom do I have the pleasure of speaking? Aber warum vom Ordo Xenos und nicht vom Ordo Hereticus? Wir riechen, ja, obwohl, naja. In einem neuen Gebiet, was noch nicht ist, wäre Ordo Xenos vielleicht angebracht, aber Ordo Hereticus, da was ja hier mit Chaos zu tun haben und Verrätern. Shadow. A great big sun eclipsing chain weaving shadow. I can see the threads, myriads of them extending toward us all, and all of them creeping off toward him like snakes, shrouding us in poison. My, oh my, do I sense trouble, and it's right in my throat. It itches. A psyker? Interesting. And a diviner at that. Even more interesting. Are you sanctioned? Don't you inquisition me! I'm under the rogue trader's protection! Ja, also es gibt sanktionierte, quasi zugelassene Psioniker. Alles andere, was nicht sanktioniert ist, ist böse. Beachtet sie gar nicht, sie geht unsinnig zurück. Nein, sie steht unter meinem persönlichen Schutz. Retinue, you say. Then let's go back to my previous question. With whom do I have the honor of speaking? Von Valancius. To the best of my knowledge, that dynasty is headed by the esteemed Theodora von Valancius. Has there been a change of circumstances? Ja, da hat sich etwas geändert. Ist tot, in der Schlacht gefallen von Feinden der Menschheit. Können wir dieses Gespräch zu einem anderen Zeitpunkt? Nee, doch einfach direkt, wie es ist. The news is lamentable. My condolences. And I presume the heir to the sacred warrant of trade and the lofty title of rogue trader is none other than yourself. Well then, what precisely has brought you to the sanctum of the Omnissiah? Ich bin hier, um euch abzuholen. Ich habe den Befehl des Großinquisitors, euch jedwede Unterstützung anzubieten
und euch an Bord meines Schiffes versehentlich unversehrt nach Dingsbums zu bringen. Then the timing of our meeting is fortuitous. I am requisitioning you and your retinue for my task. Ich werde euch und euer Gefolge für meine Aufgaben requirieren. Requisitioning? Young man, your choice of words is unseemly to the point of insult. You are addressing a rogue trader. Ja, aber die Inquisition, also wir stehen höher als ein Gouverneur, richtig, aber die Inquisition steht über allem. I don't imagine you'll be any happier if I say taking into inquisitorial custody. Wenn ich von Sicherheitsverwahrung durch die Inquisition spreche. To aid his faithful servant in the fight against corruption is the solemn duty of all whose actions affect millions of the Imperium subjects. Let your example guide those who will carry the Emperor's light across a thousand stars. You know. You are familiar with the works of Inquisitor Alistar the Redeemer. Not every acolyte can say the same, let alone people less initiated. Please forgive my lapse in manners, Lady Navigator Orselia. It is a great honor. You know. I came to Rykab Minoris on a mission, which a rebellion prevented me from fulfilling. The governor is convinced that malcontents from among the rabble were the instigators, but I immediately suspected a more sinister presence at the root of the mutiny. My visit to the monastery and a few unhurried conversations with some of the rebels confirmed my suspicions. Genau. Someone by the name of Aurora is leading the rebellion. Data indicates that the head of the cultists is here right now, in the sanctum of the ancient reactor. Given the prophecy of the final dawn, and the especial efforts made by the enemies of humanity to seize the monastery, their goal is to gain access to the holy power source's control circuit and trigger a process that, once started, cannot be stopped. In other words, to detonate the reactor, thus being themselves the cause of their much-touted final dawn. Er hat sich erledigt. Blasphemous insanity. Was genau habt ihr im Kloster gemacht? I arrived here with an escort squad, only to lose it in our very first open skirmish. The monastery is swarming with heretics. The soldiers I requisitioned from the governor fell in battle, bled to death, or deserted. I had to make do with catching and forcefully interrogating individual rebels. It is from them that I learned what I relate to you just now. Auf die Leiche zeigen. Was habt ihr mit ihm gemacht? Na, komm mal. I convinced him to cooperate. I can influence living bodies. And I find that the interrogated are much more eager to share information once the blood starts to boil in their veins. Nee, das machen wir nicht. Thank you. Regrettably, the governor's people showed themselves to be unprepared for the perils of this place. And extracting blade shards from a person's stomach is beyond my powers. I hope that a rogue trader's retinue will prove more capable than a group of soldiers fresh off the base. Ja, vielleicht. I am positive that not all of the electro priests within these walls have perished. The heretics spoke of shadows emerging from side alleys to make short work of the cultists invading their abode. I surmise that the entrance to their hiding place is somewhere in the hall near a machine known as the Circular Cogitator. I imagine it's one of the local sacred relics which the electro priests treat with special piety. Hm. So, jetzt müssen wir sie rausschmeißen und kriegen ihn dafür rein, der ein Level up hat. Bis zum geht nicht mehr. Gut. Jetzt gehen wir mal ganz kurz darauf. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder 50 Level. Ja. Müssten wir. Machen wir jetzt nicht. Wir gucken mal, wie der Herr ausgerüstet ist. Schwert, Laserpistole und Psi-Stab, also primär Nahkampfwaffe und Dingsbums. Aber ich glaube, die Maschinenpistole können wir doch bestimmt wechseln gegen diese Maschinenpistole.
Und diese Maschinenpistole können wir doch bestimmt wechseln gegen... Nein, das, die haben wir gerade gewechselt. Gegen die auch nicht. Okay. Haben wir noch Schwerter? Nö. Wir haben keine Nahkampfwaffen mehr. Welche Rüstung hätten wir denn noch für den netten Herrn? Der trägt mittlere. Nö. 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 Gut, lassen wir denn so. Okay, aber technisch gesehen haben wir doch jetzt alles gemacht, ne? Das Kultist, den wir ausnehmen können. I always have a backup plan. Komm nicht bis dahin. Ist das? Okay, was haben wir hier? Aha. Ein neuer Psi-Stab. Ich rate mal. Nicht besser als seins. Auch nicht besser als seins. Was hatten wir noch? Die Rüstung. Die ist besser als seine. Zack, da ziehen wir die auch noch an. So. Ansonsten haben wir hier nichts mehr, ne? Nee. So, er will jetzt wahrscheinlich hier zu dem Mönch. Nee. Zu den? So, hier auch nicht. Hierhin? Aha! Zugular Cogitator, der versteckt ist, muss in der Nähe sein. Ja, okay, guck mal, da ist was Neues. Schienenalltag akzeptiert mit einem erwidrigen Summen irgendwas. Aha! Hier müssen wir jetzt rein. Da Impuls 6. Okay. So, da Impuls 6. Ein kleiner, muskulöser Mann in einer roten Farbe der Priesterschaft des Mars stellt sich dir in den Weg. Die Falten auf seiner Wangen und seiner Stirn deuten darauf hin, dass er zu regelmäßigen, wilden Wutausbrüchen neigt. Im Moment jedoch zeigt er keinerlei Anzeichen von Aggression. Leuchtend blaue Muster elektrischer Tattoos. Elektro-Tattoos, okay. Schimmern durch seine eigenartig blaue Haut. Ich würde auch sagen, an dieser Stelle machen wir mal Schluss für heute. Bis eine kürzere Folge mal wieder. Und dann kümmern wir uns um den Rest der ganzen Geschichte hier. So, also, bis gleich. Tschüss.